Leute, willkommen zu ein bisschen Knetkunst. Wir bauen nicht nur was aus Knete, wir bauen aus Pappe, Holz, Epoxidharz, Nägel, Draht. Guckt euch das an. Wir haben den ganzen Messestand von Ubisoft nachgebaut. Seit Jahren verpassen wir hier im Studio keine einzige Gamescom. Wir lieben die Eindrücke, den Input, dass man 1000 neue Spiele sieht und nette Leute trifft. Dieses Jahr, wie letztes Jahr, gibt es zum Glück einen Lichtblick. Es gibt die digitale Version, bis wir uns dann wieder real alle wiedersehen können. Und für die diesjährige digitale Ausgabe der Gamescom haben wir zusammen mit dem GTV-Team bei Ubisoft etwas ganz Besonderes überlegt. Hey, lasst uns doch einfach den Messestand als Miniatur nachbauen. Und weil man so ein großes Projekt am besten zusammen im Team umsetzt, Steph hat hier schon die Grundplatte fertig gebaut, habe ich für das heutige Projekt Verstärkung mitgebracht. Hi Crystal! Hallo! Was machst du hier gerade? Ich schneide Pappe, die ist 2 mm dick, für die Messestände von jedem Spiel. Oh wow! Das heißt, du bastelst jeden einzelnen Messestand aus Pappe zusammen. Genau. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Genau, das ist die Grundierung, einmal schwarz und die Wände, die bunt werden, die werden weiß grundiert, wie man hier sieht. Und grundiert heißt, da kommt später noch was anderes drauf? Genau, in dem Fall kommt Türkis drauf. Ich bin super gespannt, wie ihr die Messestände noch weiter verfeinert. Währenddessen starte ich mal mit der ersten Knetfigur für heute. Und diese Ehre wird natürlich Mario zuteil, der hier heute das Spiel Mario plus Rabbit Sparks of Hope vertritt. Ein Spiel, was wir schon bald in die Finger bekommen können. Und zusammen mit den Rabbits geht es diesmal ins Weltall. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr so grob schon mal das Setting. Den kann ich sehr empfehlen. Ja, wie knetet man einen Mario? Eigentlich ist er sehr dankbar. Also wenn ihr neu seid mit Knetmasse, ein wunderbarer Charakter. Ich empfehle in jedem Fall mit Draht anzufangen. Das macht das Leben deutlich einfacher, die Proportionen des Körpers zu treffen. Ansonsten blaue Latzhose und wir fangen hier schon an mit dem roten Hemd. Und brauchen jetzt hier eine dünne Schicht blaue Knetmasse für die Hosenträger. Da kommen gleich noch die schönen goldenen Knöpfe drauf. Aber lasst uns das mal alles zusammenpressen. Ich habe ein bisschen Weiß mit in die goldene Knetmasse reingeworfen. Und nach der ersten Runde im Ofen ist der Körper soweit schon mal angehärtet. Und das hat den Vorteil, wenn wir Mario jetzt viel anfassen, für Füße, für Kopf, für was auch immer, dass wir den Körper erstmal nicht mehr verändern können. Und das ist ganz gut so. Wir kommen jetzt zu den hellen Farben. Erstmal die Sohle von Marios Schuhen. Da habe ich etwas Braun und viel Ocker benutzt. Und die Schicht Knete wird einfach unten drunter gepappt. Etwas Weiß für die Handschuhe, die aus verschiedenen Segmenten besteht und auch sehr selbsterklärend sein sollte. Ich empfehle hier sehr viel mit einem scharfen Messer zu arbeiten oder überhaupt mit einer scharfen Kante, um die ganzen Finger zum Beispiel gut hinzubekommen oder jetzt auch beim Kopf, dass man diese Abstufung zwischen Mund- und Augenbereich ganz gut mit einer harten Kante hinbekommt. Wir wechseln jetzt rüber zu einer sehr dünnen Schicht Schwarz für den Schnäuzer. Und den habe ich in der Vergangenheit schon öfters geknetet. Jedes Mal sehr akkurat versucht, ihn beidseitig zu gestalten. Und den platzieren wir jetzt einfach mal auf dem Mundstück. Und man kann Mario schon erahnen. Ja, im Gesicht haben wir noch einiges zu tun. Gerade wird die schwarze Iris platziert auf der blauen, hellblauen Scheibe. Da versuchen wir jetzt noch so einen schönen Glanz reinzubekommen. Mit einem ganz, ganz klein bisschen Weiß. Die Augenbrauen. Und dann sind die Augen soweit fertig.
Ja, wir haben Haare. Das sind diese Koteletten, die er hat an der Seite. Und die Ohren, die da drauf gesetzt werden. Die sind immer etwas fummelig, weil die meistens nochmal wieder abfallen. Mir bestimmt 2-3 Mal passiert. Und jetzt kommt die charakteristische Mario-Mütze drauf. Und auch diesen Schirm, den wir vorne haben, der wird aus einer dünnen Schicht Knetmasse ausgeschnitten. Und was fehlt noch? Eigentlich nur noch das weiße Emblem mit dem M. Gut, und ein paar Haare hinten, damit er nicht ganz so kahl wirkt. Das M malen wir nach dem Ofenhärten drauf. Und heute werden wir nicht nur Mario basteln, sondern das Spiel heißt ja Sparks of Hope, Mario plus Rabbids. Auch die kleinen süßen Sparks, die ich direkt nach dem Trailer in mein Herz geschlossen habe, das sind eigentlich Sterne. Sterne, die zum Leben erweckt werden. Wir haben Augen, Mund und Hasenohren. Das war gerade die gelbe Variante. Wie ich das verstanden habe, wird jeder Spark mit eigenen Fähigkeiten daherkommen. Gerade gesehen der rote und hier auch der blaue. Und die packen wir jetzt genauso in den Ofen. Freshly baked! Ein frisch gebackener Mario, den wir jetzt nur noch zusammenkleben müssen. Dafür nehme ich den Sekundenkleber. So. Ich habe mir bei der Pose von Mario vorgestellt, er könnte an einer Messewand lehnen, sich dagegen stützen oder um eine Ecke gucken. Das erklärt so ein bisschen seine rechte Hand. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Mit etwas Glanzlack machen wir die Augen noch lebendig. Ach Mario, du machst mich jedes Mal so glücklich. Okay, jetzt lass uns mal gucken, was die anderen währenddessen gemacht haben. Was kommt denn da aus dem Drucker raus? Hi, Kirsten. Willkommen. Schön, dass du auch dabei bist. Hi. Was bastelt ihr da gerade? Was ist gerade dran? Was ist gerade dran? Wir machen gerade die... Wir haben am Anfang immer gesagt, es sind... oh Gott, es sind Bildschirme. Aber eigentlich sind es sowas wie so gigantische Banner, auf denen... Die von der Decke hängen, die von der Decke, genau, ja. Die von der Decke hängen und die Spiele bewerben und gerade basteln wir die Banner. Sehr, sehr hübsch. Was für eine Ehre. Knetfiguren von mir in Übergröße von der Decke. Aber ihr habt eine schöne Mischung gefunden, ne? Ihr habt ja nicht nur Artworks genommen, sondern auch die offiziellen von den jeweiligen Spielen. Und die habt ihr dann gemischt? Ja, genau. Also ich habe vor allem die Bilder ausgewählt. Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie die Farben schön aussehen zusammen. Ich bin ja ein Farbnerd, schätze ich. Und was hast du ihm da gerade über die Augen gemalt? Das habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe. Oh, das kann ich erklären. Ich habe in-game gibt es Plakate, auf denen der Präsident praktisch, ja, ihm werden so Teufel, also genau, ihm werden Teufelshörner gemalt, seine Augen werden ausgezeichnet, schwarz gezeichnet, also als Teil der Revolution praktisch. Genau. Mega. Und während wir sehen, wie Crystal hier alles aufklebt, starte ich mal mit den Operatoren. Ich hatte 2 Posen zur Auswahl. Ich habe mich dann für den hier entschieden, den man von vielen Artworks her kennt. Es ist Lion. Ela, Lion und Nomad sind gemeinsam unterwegs in diesem Koop-Shooter. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf das Spiel. Es geht darum, eine tödliche, unbekannte Bedrohung zu bekämpfen. Ein Virus, der verschiedene Monster hervorruft oder Menschen befällt. Ich habe es vom Trailer nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube, genau darum geht's, dass man eben noch nicht alles von Anfang an weiß und sich das auch erst so ein bisschen, ja, erarbeitet. Und wir haben halt 3 React-Operator mit Lion, den wir jetzt gerade zusammenbasteln. Er ist ein CBRN-Spezialist und das musste ich echt nachschauen. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense.
Und er hat natürlich auch seine Fähigkeiten mit der EE-1D-Drohne. Und ja, die sind wohl sehr nützlich im Kampf gegen die Archeen. Und natürlich, um seine Teamkameraden zu unterstützen. Ansonsten haben wir noch mit dabei Ela, die ich ja auch schon hier bei GTV geknetet habe, mit taktischer Expertise. Und ja, natürlich mit ihren Minen ist sie besonders effektiv im Kampf gegen die Archeen. Und Vigil haben wir noch, spezialisiert auf Elektrotechnik mit seiner Tarnung, mit seiner elektrischen Tarnfunktion. Also alle drei absolut brauchbar. Wie sich das so im Zusammenspiel ergibt, ich glaube, das wird sich erst zeigen. Beziehungsweise das ist etwas, was ich dann auch unbedingt ausprobieren will. Ja, während wir hier den Körper schon fertig geknetet haben, folgt hier jetzt noch die Waffe. Da werde ich als Lauf, soweit der Plan, einen sehr dünnen Draht noch einsetzen. So, die passt eigentlich soweit schon mal ganz gut. Das Blueprint, was ich da ausgedruckt hatte, ist leider etwas verschmiert bei der Arbeit. Aber das sieht doch schon mal ganz cool aus. Nach dem Ofenhärten gucken wir jetzt einfach mal, wie sich das alles zusammenfügt. Und dann können wir noch das ein oder andere Detail mit Stiften aufmalen. Hier kommt erstmal ein bisschen Sekundenkleber in die Schuhe. Das wäre ein böser Streich. Die Waffe. Und hier kommt noch das Symbol drauf. Und mit etwas Silber kommen noch ein paar Schnallen hinzu. Und jetzt kleben wir hier noch das Visier auf. Das war eigentlich mal so eine Schutzhülle von einem Pinsel. Aber jetzt haben wir einen Operator mit Schutzvisier. Das kleben wir jetzt noch an. Und dann schauen wir auch mal, was die anderen in der Zwischenzeit gemacht haben. Crystal, was geht bei euch? Was macht ihr? Buchstaben. Ubisoft für jeden Stand aus Pappe. Die werden... Wo werden die später zu sehen sein? Genau gegen, vor den Ständen. Über perfekt. Den Selfie-Ständen, wo die ganzen Filmstages nachgemacht werden. Oh ja, und es sieht schon super schön aus mit diesen Stützen darunter. Also ich kann es mir jetzt schon sehr gut vorstellen. Ich sehe, hier kommt ein bisschen Knete zum Einsatz. Das sind die Tische für die ganzen Computermonitore. Das wahrscheinlich, was Steph gerade zurechtschneidet. Genau. Hast du eine Ahnung, wie viele habt ihr gebastelt? Wie viele waren das wohl? Hunderte. Es waren auf jeden Fall mindestens 100. 100, ja, ich glaube es sofort. Weiß, ja, etwas über 100. Und 300 Männchen. Und 300 kleine weiße Männchen. Ich freue mich schon tierisch, das Ganze später fertig aufgeklebt zu sehen. Ich glaube, hier werden jetzt die Tische, genau, die Tische mit den Monitoren zusammengebastelt. Sind überall Monitore in allen Messeständen? Nicht in allen. Es sind drei Messestände. Und in diesem einen, das ist von, wenn ich mich nicht irre, Rainbow Six. Und genau. Ah, ich mache da gerade die Benüppel fertig. Nein. Das sind diese Absperr. Das sind ja keine Gitter, wie heißt es? Absperrbänder, oder? Absperrbänder, genau. Und oh, wow. Stefan die Nägel an der Spitze abgeschnitten, abgeknipst. Und ich klebe dann da mit Sekundenkleber ein Mini-Stromkabel. Ich habe mich schon gefragt, was ihr dafür nehmen wollt. Also das ist ein biegsames Kabel. Mit ein bisschen Kunststoff obendrauf. Ich bin super gespannt. Während ihr weiter bastelt, werde ich jetzt mal hier mit Rainbow Six Siege weitermachen. Wir bauen hier ein der Monster, Schrägstrich Alien, Schrägstrich Archäen. Also ich hoffe, da noch mehr drüber zu erfahren. Oder vielleicht wisst ihr auch schon mehr darüber und klärt mich auf, schreibt es in die Kommentare. Aber er hier war auf einigen Release-Bildern schon zu sehen.
diese Dornen auf dem Kopf, die ich unfassbar cool finde. Überall sieht man diesen schwarzen Schleim, ob das dann Ausläufer der Archäen sind, who knows. Aber er hat Zehen. Er hat schöne Zehen und Fußnägel, die sind immerhin gepflegt, auch wenn der Kopf zerspringt und auseinanderreißt. So. Ja, dann, man sieht es auf dem Blueprint, den ich auf den Tisch geklebt habe. Da sind noch diese grünen, hellgrünen Bläschen. Vermutlich Eier. Die hätte ich auch gerne irgendwie transparent bekommen. Da fehlt mir aber so ein bisschen die Option. Ich weiß nicht, ob man da grüne Glaskugeln hätte nehmen können. Naja, jetzt ist der Plan. Wir haben die aus Knete nachgebaut. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Und wir werden da gleich nach dem Ofenhärten einfach ein bisschen Glanzlack drauf machen. Frisch gebackenes Alien hier. Und da malen wir jetzt noch ein paar dunkle Schattierungen drauf. An Hals, Armbeugen, also überall, wo es etwas dunkler sein soll. Wir werden ihn hoffentlich so platzieren, dass er mit einer LED zusammen einen gruseligen Schatten auf den Hintergrund wirft. Hier kommen jetzt noch ein paar schöne Details drauf. Als letzter Schritt unser Glanzlack. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr nach dem Trocknen. Nochmal mehr Glanzlack. Und während ich das Monster noch ein bisschen weiter bepinsel, was geht bei euch auf dem Basteltisch? Wir kleben die Banner. Wir kleben die Banner. Noch mehr Banner. Für immer Banner kleben. Es sieht schon so fertig aus. Wow. Ja, es ist, glaube ich, die Magie, wenn Sachen zusammenkommen, auf jeden Fall. Ich glaube, was du gerade machst, Kirsten, ist eins meiner Highlights. Kannst du so ein bisschen erzählen, der Weg dahin und was du da machst? Wow, was tust du da? Ja, also wir haben uns angelehnt an Rainbow Six. Formerly Quarantine, jetzt Extraction. und haben uns an einem der Trailer orientiert, wo es so eine Art Durchbruch durch die Wand gibt und so einen dramatischen Showdown zwischen den Operatoren und den Monstern. Und ich habe praktisch den kleinen Stand dazu gebastelt. Also die Wände ausgesucht, ausgedruckt, Crystal hat geklebt und am Ende habe ich dann die Mini-Zerstörung gemacht. Kleine Backsteine geklebt, Spaß damit gehabt, Sachen glitschig und eklig zu machen. Wie hast du es glänzend gemacht? Also ich habe gesehen, das waren schwarze Bänder, Kabel. Mhm. Und dann Glanzlack? Und dann Glanzlack, oder? ich glaube, es war noch nicht mal Glanzlack. Ich glaube, es war so eine Paste, die wir haben, so ein Strukturgel, womit man auch so ein bisschen Form machen kann, weil man damit dann halt auch noch so ein paar von diesen glitschigen Kugeln machen kann, die besonders eklig aussehen. Ja, das Publikum wurde gerade schon platziert. Wir sind jetzt aber bei Far Cry angelangt. Far Cry 6, auch mit einem wundervollen kleinen Stand. Was waren so eure Gedanken hier beim Bauen? Ja, also den habe ich, also zumindest entworfen habe ich ihn und dann Teile verbaut. Also meine Idee war so ein bisschen einfach so die Stadtatmosphäre einzufangen, also so ein bisschen die Revolution, die in der Luft liegt, weil ich die Atmosphäre so schön finde. Und während ich jetzt den Panzer anfange, eine Frage hatte ich immer noch im Kopf. Wir haben eben dieses gläserne Display gesehen. Was ist da drinne? Dieses Mini-Mini-Display. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Was ist da drinne? Wir haben ja einige davon. Ich weiß nicht, ob es alle ins Set geschafft haben, aber es sind tatsächlich wirklich Assets aus den Spielen. Also bei Far Cry ist es die Pistole des Präsidenten. Also die goldene Pistole des Präsidenten, die kein Mensch erkennt. Aber wir wissen, sie ist da. Sie ist mit dabei. Sie ist dabei. Ja, auch mit dabei ist dieser Panzer und ja, den wird man steuern können in Far Cry 6. Auf sowas freue ich mich immer unfassbar, wenn man nicht nur ein paar leichte Fahrzeuge hat und Jeeps, das übliche halt, sondern halt einfach auch mal mit einem Kampfpanzer durch die Gegend rollen kann.
Wer noch rollen kann, ja, es gibt einen Dackel. Es gibt einen tierischen Begleiter, der eine mächtige Waffe in diesem Spiel werden wird. Chorizo, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Das ist der kleine Dackel, der im Rollstuhl rumfährt und sich bei Far Cry 6 als neuer tierischer Begleiter und Waffe entpuppt. Und was sieht der süß aus? Er ist nur leider vielleicht etwas zu klein für diesen Maßstab hier. Von daher nehme ich erstmal Vorlieb mit dem Panzer. Wir haben hier das Rohr vorne, wo ich lieber noch ein Draht reingepackt habe, damit er nicht im Ofen verbiegt. Ja, und jetzt ist der Panzer fertig. Wir packen ihn auf den Teller und ab damit in den Ofen und zum Anmalen. Während ich mich noch etwas mit Far Cry 6 Details beschäftige, was geht bei euch auf dem Basteltisch? Auf dem Basteltisch? Da passieren epische Dinge auf dem Basteltisch. Ich verbitte mir das Wort Basteln, das ist episch. Steph klebt gerade episch dieses Ubisoft-Zeichen. Aber das macht ja wirklich episch. Das macht er wirklich episch. Was ist das für ein episches Material, was er da benutzt hat? Wow, ich glaube, es ist epische Pappe. Epische oder Pappe. Oder epischer Schaumstoff. Also ich habe auch so dünne Schaumstoffwände gekauft, die man für so Architekturmodelle benutzt. Kann sein, dass es eins davon ist. Wir haben es hier mit einem vierten Messestand zu tun, richtig? Den wir erst, genau. Oder wo wir uns entschieden haben, den nachträglich mit reinzubringen. Was war so die Grundidee dahinter, als du mit Steph gequatscht hast? Also wir haben uns so ein bisschen gedacht, wenn wir schon die Gelegenheit haben, noch einen vierten Stand zu machen, dass wir Ubisoft auch von oben nochmal deutlicher lesbar machen wollen. Also das war so unser erster Gedanke. Und der zweite war dann eben nochmal mehr von GTV zu zeigen. Also wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob man sie sieht, aber halt vier kleine Bilder nochmal und ich hab da drüber wie eben das Ubisoft-Logo, das GTV-Logo gelegt und hab gehofft, dass es eine ganz schöne Hommage ist. Auch mit dem Epoxidharz. Ich hoffe, es wird wundervoll aussehen. Spoiler, es ist ein kleiner Unfall passiert. Crystal, kannst du uns mehr erzählen, was ist schiefgegangen mit dem Epoxidharz? Da haben wir versucht, beziehungsweise, ja, der Steph hat mit einem kleinen Nagel die Blasen versucht zu entfernen. Aber die sind leider, das war ein bisschen zu spät und es ist hart geworden und der Nagel ist stecken geblieben und hat alles hochgezogen und es sind noch mehr Blasen entstanden. Und eine riesige Katastrophe. Wir sehen gerade Moritz hier, wie er die ganze Elektrik vorbereitet. Ehrlich gesagt, Moritz tut mir manchmal sehr leid. Wir sagen ihm dann immer, was wir vorhaben, wo was leuchten soll und er gibt sich dann immer die allerbeste Mühe und macht es auch großartig. Wer hat die Verkabelung dann oder das Reinbohren gemacht? Steph? Das haben ja Steph und ich gemacht, genau. Ich filme den da. Da schiebt er die LED von unten. Und genau, alles ist hinten versteckt. Da haben wir auch probiert, hinter der Bühne ein bisschen indirektes Licht zu schaffen. Super schön mit dem Lichteffekt. Genau, hinten sieht man Klebestellen. Da der Aber beim das, Vortrag. Das müssen wir ja nicht erzählen. Nein. Ja, was sehen die Leute da gerade? Den Trailer, ne? Von Far Cry 6. Stimmt. Genau. Sie sehen den Trailer zu Far Cry 6, weil es ja so ein bisschen, ja, was würde passieren, wenn man das Spiel vorstellt. Ja, Crystal, du schneidest hier gerade was aus Teelichtern aus und ich war super happy über diese Idee. Was hast du da gemacht? Das sind die Leuchten für die LEDs, also die Schutzkappen oder Lampen. Ja, um es so ein bisschen zu bündeln. Und du hattest erst gefragt, sollen wir es in schwarz machen? Genau. Und dann hattest du den Vorschlag und ja, ich finde... Klebe. Überall.
Das, also ich war eigentlich ganz glücklich, dass es sich was abhebt vom schwarzen Untergrund. Das freut mich. Ja, es war entweder total kaschiert, dass das Licht einfach überall von und von nirgendwo kommt. Mhm. Und so sieht man das. Jetzt ist die Verkabelung fertig gemacht und die Platzierung. Und ich bin super gespannt, wie das erste Mal anmachen aussieht. Weil man kann das ja nicht mehr rückgängig machen. Dann ist vorbei. Und hier werden die letzten Figuren platziert. Ich bin so schnell. Leute, das ist der letzte Arbeitsschritt. Wir werden jetzt noch die Knetfiguren alle auf unseren Messestand kleben. Mal sehen. Wir fangen an mit Mario. Die hatte ich eben schon was zur Pose erzählt. Er soll so ein bisschen verschmitzt um die Ecke gucken. Und einen der Sparks, den können wir direkt darüber platzieren. Wir haben auch noch den roten und den blauen Spark, die sich so ein bisschen mit in die Menge mischen können. Als nächstes Rainbow Six Extraction mit dem Alien, wie die Leute ihn anhimmeln. Und unseren Operator. Ja, neben dem Panzer bei Far Cry 6 haben wir auch noch El Presidente als Miniatur mit seinem Sohn. Das habe ich mir entliehen aus dem Crafts-Projekt, was wir damals gemacht haben. Der Panzer sieht hier eigentlich ganz cool aus. Wird auch festgeklebt. Und ich kann es echt nicht fassen. Aber ich glaube, das war's. Ich danke allen, die mitgebastelt haben. Kirsten, Christel, Steph, Moritz, Andy und Max beim Cut. Auf Ubisoft-Seite, Kevin, du hast mega coolen Input gegeben. Mel, Annick, Sarah. Das ist für euch, das ist der Ubisoft-Messestand. Wir sind super glücklich, wie das Ding geworden ist. Ich hoffe, euch gefällt es genauso, Leute. Schreibt in die Kommentare, hinterlasst eine Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tja, jetzt haben wir doch so ein bisschen unsere eigene Gamescom.